Zuerst berieten sich die Grünen im Landkreis Hameln-Pyrmont, ob sie überhaupt einen eigenen Kandidaten, einen eigenen Landratskandidaten aufstellen wollen. Dann aber war der Fall klar, alternativlos gewissermaßen, sie entschieden sich für den Kandidaten Thorsten Schulte, der ohne Gegenkandidaten angetreten war. Wir hatten 41 abgegebene Stimmen. Von diesen 41 abgegebenen Stimmen waren leider 7 ungültig, weil nicht eindeutig, weil nur der Name drauf stand. Aber das heißt, von den verbleibenden 34 gültigen Stimmen haben wir 30 Stimmen für Thorsten, 3 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung. Also bei einer sehr starken Mehrheit. Also ich nehme mal die 7 Thorsten-Stimmen, die du da eben erwähnt hast, die nach unserem formalen Prozedere ja nicht gültig sind, mal dazu. Damit sage ich wirklich herzlichen Dank. Und ich sage ja, sprecht mich an, lasst uns drüber diskutieren. Und da, wo Nein und Enthaltung steht, ich stehe immer für ein Gespräch offen und nehmt die Ecken und Kanten von mir und lasst uns es dann gemeinsam diskutieren. Ich sage herzlichen Dank und ich freue mich auf diese Aufgabe. Glückwunsch. Du hast das gute Bauchgefühl jetzt bekommen von uns und wir hoffen, dass das so passt. Zuvor hatte Schulte sich und seine Ziele vorgestellt. Die erste ist, euch mitzunehmen und unter den Gedanken, wenn ich mich vorstelle, immer wieder das Thema vor Augen zu haben. Stell dir vor, es geht. So, nun bin ich kein Spitzensportler. Beim Fußball bin ich über eine Thekenmannschaft in der Abwehr hinten drin stehend. Jeder Fußball-Insider weiß, was das heißt. Der kann nichts anderes, der haut dann hinten alles weg und dann ist gut. Nicht hinausgekommen. Aber ich glaube, mit dem Thema, stell dir vor, es geht, können wir es versuchen, eine ganz, ganz spannende Zeit für uns Grüne zu erleben und ich glaube auch erfolgreich zu werden. Habe ich dann entschieden, als mir klar war, ich kann für die Beschäftigten hier in Hameln die Vertretung so nicht mehr wahrnehmen, und auch ein paar andere Rahmenbedingungen dazu kamen, meine Betriebsratslaufbahn zu verändern und zurückzugehen, und ich sage immer, zu resozialisieren im eigentlichen Berufsfeld. Jeder, der in großen Betrieben zuständig ist, weiß, so ein Betriebsrat ist freigestellt, da gibt es dann immer so ein paar Vorbehalte, zurückzugehen. Ich habe dann hier in Hameln ein Callcenter geleitet mit ca. 100 Beschäftigten in 7 verschiedenen Teams und bin anschließend Geschäftsführer der Postbank Akademie geworden und seit 3 Jahren in dieser Funktion tätig. Und wir organisieren in dieser Gesellschaft die Qualifizierungsthemen für den Konzern Postbank hier aus Hameln mit einer starken Gruppe und natürlich bundesweit mit vielen Standorten heraus. Und in dieser Funktion bin ich tätig und derzeit nicht auf Jobsuche. Ganz, ganz wichtig. Ich stehe unter einem festen, unbekündigten Vertrag und mein Arbeitgeber hat, ich weiß nicht, vielleicht auch einen lachenden und einen weinenden Auge gesagt, sollte es Erfolg haben, dann stellen wir dich dann ab dem Tag frei. Wenn es nicht so ist, stehst du in einem unbekündigten Vertrag. Also bin nicht auf Jobsuche, aber mich hat diese Herausforderung, mich für dieses doch ehrbare und vielleicht interessante Amt doch gereizt, mich hier bei euch heute vorzustellen. Ich bin Stadtratsmitglied in Hessisch-Ollendorf und Ortsratsmitglied in der Ortschaft Sündel seit 2001. War in den Ausschüssen dort, im Schulausschuss, Familie, Jugend und Soziales und Sport, Finanzausschuss und im Verwaltungsausschuss. Ich war von 2006 bis 2011 stellvertretender Bürgermeister in Hessisch-Ollendorf und bin seit 2006 auch Kreistagsmitglied. Seit 2011 stellvertretender Landrat und ich war in den Ausschüssen Schule, Schulausschuss, den ich jetzt abgegeben habe, und aktuell in den Ausschüssen Kreisausschuss und Finanzausschuss und habe mich somit
ja, in verschiedenen Gruppen bewegt, das wisst ihr. Vielleicht sage ich noch kurz was zu meinem sozialen Engagement und setzt mir bitte nach, wenn in der aktuellen Situation einen Beruf auszuüben, eine Familie zu haben und Kommunalpolitik zu machen, das soziale Engagement eher in der Vergangenheit gelegen hat. Groß geworden bin ich auf dem Dorf, wo geht man da als Jugendlicher hin, in die Jugendfeuerwehr, war dann dort Betreuer, habe dort in der Kreisfeuerwehr im Organisationsteam für ein Kassellager einige Jahre mitgewirkt, habe Ferienfreizeiten als Betreuer begleitet, sowohl für die Kirche, für die DLRG als auch für die Feuerwehr. Zusammen mit einer jungen Familie ließ sich das relativ gut kombinieren und meine Frau hat halt auch einen Spaß gehabt an dieser. Und ich möchte eigentlich weniger über mich dann sagen, wie ich mich einschätze, sondern eher versuchen, bei euch so zu sein, wie ich bin. Ich möchte ab dem heutigen Tag keine Rolle spielen, sondern ich möchte Thorsten Schulte sein, euer Kandidat für den Landrat und das so tun, wie ich bisher den stellvertretenden Landrat ausgeübt habe, die Grünen-Politik in den Gremien überbracht habe. So möchte ich das weiter tun. Und vielleicht eine Sache, ich mag Ecken und Kanten. Und ihr dürft mir auch sagen, wenn mal bei mir eine Ecke ist, die vielleicht stört, dann sagt es mir, da kann man drüber reden. Und dann bleibt man, muss man abwägen zwischen Standhaftigkeit und Kompromissfähigkeit. Stellt euch vor, es geht. Der Landkreis Hameln-Pyrmont wird 100% erneuerbare Energienregion. Ich möchte das bewusst als Arbeitstitel nennen, wobei wir alle diskutieren können, ist das jetzt die richtige Begrifflichkeit. Aber ich glaube, wir haben hier im Landkreis eine Landschaft, eine Region, die eigentlich ideal dafür ist, ihren Stoffstromkreislauf in diesem Landkreis stärker zu organisieren, als wir das bisher tun. Wir müssen nicht Bioabfälle quer durch Deutschland fahren. Wir müssen nicht Strom aus einem Atomkraftwerk produzieren. Ich glaube, wir haben hier in diesem Landkreis Hameln-Pyrmont eine Chance, dieses Thema erneuerbare Energienregion voranzutreiben. Und das wäre eines meiner Kernziele. Zu allem anderen, das hat Helmut Burdorf gesagt, wir haben einen Koalitions- oder einen Gruppenvertrag, in dem stehen alles richtige und wichtige Dinge. Kommen ganz viele zustande und ich glaube, eine Herausforderung wird sein, die Kernthemen, die für uns die Schlüsseldreher sind, wo dann viele andere Themen im Sog mitbewegt werden, umzusetzen. Und ich habe es mal so umschrieben mit einem Fragezeichen, gar nicht mal mit einem Ziel. Wie diskutieren wir denn eigentlich um das AKW? Wir diskutieren fast ausschließlich das Thema Abschaltung. Und das ist beschlossen und da braucht ein Landkreis gar nicht mehr Einfluss drauf zu nehmen. Es gibt zwei Themen, die den Landkreis berühren. Das eine, wird das vorhandene Zwischenlager ein Endlager? Fragezeichen. Wenn kein Endlager vorhanden irgendwo mal, dann haben wir zwar formal ein Zwischenlager, aber wir haben ein Endlager. Und das dritte ist, wie organisieren wir den Katastrophenschutz? Da hatte auch Rüdiger Butte eine klare Haltung und Meinung zu, die ich teile. Und ich selber konnte an Katastrophenschutzübungen und Teilübungen als stellvertretender Landrat teilnehmen. Und ich habe zwei Dinge beobachtet. Alle Beteiligten haben ihre Aufgabe mit einer vollsten Überzeugung, Engagement und Tätigkeit vollzogen und haben jeder für sich selber einen super Job bei allen Übungen gemacht. Zu der Erkenntnis bin ich aber gekommen, dass das in dem Landkreis Hameln-Pyrmont ein schönes Theorieübungsspiel ist, mit der Realität, über die wir seit den letzten Jahren wissen, nichts mehr zu tun hat. Und auch das, denke ich, muss ein Thema sein. Wie werden wir den Katastrophenschutz hier in der Region neu organisieren? Ich glaube auch, wir haben in der Bevölkerung noch nicht die in den kommunalen Entscheidungsträgern, die im Landkreis leben. Da gibt es eine Gruppe, wo ich immer sage, das kann doch nicht sein, und mehrere Gruppen, das kann nicht sein. Das sind die Ausländer und Migranten, die sich immer noch nicht so richtig trauen, mitzumachen. Es wird besser, es wird mehr. Und in jedem
DAX-Konzern, über den wir ja alle diskutieren und streiten können, gibt es Quotierungen für Frauen in Führungspositionen, insbesondere in Aufsichtsräten und Vorständen. Und in unserer Region ist es immer noch so, dass die Frauen in vielen Funktionen und Aufgaben nicht entsprechend der Bevölkerung repräsentiert sind, sodass ich mir gut vorstellen kann, dass wir auch eine Stärkung der Frauen in Politik, Beruf und Gesellschaft hier erzielen können. Und ich bin kein Freund der Quote, aber es kann so, wie es derzeit ist, aus meiner Sicht nicht sein. Zu den Bürgern habe ich schon gesagt, die Frage ist, wie viele Bürger haben wir? Und ich glaube, seit April, wo für uns alle die Welt eine andere ist, als sie vor diesem schrecklichen Ereignistag da war, dass dieser Landkreis auch für Morde, für schwierige Verläufe anfällig ist, ist ja die Frage, und das ist eigentlich auch immer eine Frage, die mir sehr oft begegnet, was macht ihr denn jetzt eigentlich? Wie sichert ihr euch, Kommunalpolitiker, eure Verwaltungsmitarbeiter denn zukünftig ab und was tut ihr? Ich glaube, dass auch von der Verwaltung begonnene Ausbau der Verwaltung zum Dienstleister für die Bürger, eine offene Verwaltung beizubehalten, dass der Bürger in die Verwaltung zu uns Politik kommen kann, muss erhalten bleiben. Ich glaube, es gibt ein paar Strukturen, die man sich angucken muss. Kann es sein, dass man im Landkreis Hameln-Pyrmont, wenn ein Bürger zum Landrat oder einem Politiker will, erst ganz, ganz viele Ämter anfragen muss, wo war der denn überhaupt schon überall? Es gibt, stand heute, keine Datenbank, wo war ein Bürger vorstellig und was für Fragen könnte der haben? In jedem Unternehmen, beim Arbeitsamt habe ich mir das erklären lassen, kommt jemand dorthin, gibt es einen Vorgang, eine Akte, man kann sich vorbereiten auf einen Termin und kann dann auch die entsprechenden Antworten geben, gar nicht mal als Sicherheitsrisiko, sondern als Dienstleistungsfunktion. Also ein offenes Rathaus mit dem Dialog mit Bürgern. Ich selber stelle mir vor, wie es viele andere, das ist bestimmt kein Abgrenzungsmerkmal, auch tun, dass auch der Landrat im Dialog bleiben muss. Dazu gehört das Repräsentieren auf Veranstaltungen, aber da gehören auch moderne Medien, ob eine telefonische Erreichbarkeit oder aber auch Social Media dazu, als Landrat für die Bürger erreichbar zu sein. Und ich persönlich hätte das Ziel, dafür zu werben, ob an Schulen, mit Verbänden und Einrichtungen, dass unsere Kreistagssitzung, unsere Ausschusssitzung, unsere politische Arbeit vielleicht etwas mehr beobachtet wird, wenn wir es vielleicht auch anstoßen müssen, als wir das in der Vergangenheit haben, wo ich sage mal eher zufällig mal ein Besucher vorbeikommt und wenn, dann eher eine Interessen- oder Lobbygruppe vorbeischaut, die dann für ihr Einzelthema aufmerksam erlangt. Ich glaube, wir müssten mit Schulen und mit Verbänden und Einrichtungen darauf einwirken, dass wir auch da in eine Demokratie kommen. Sei das an dieser Stelle erlaubt, wer die letzten Kreistagssitzungen und die Kultur des Kreistagsdiskussionen, da möchte ich an dieser Stelle nicht sagen, kennt, wie sie teilweise vielleicht zu einer Unkultur wird, wird vielleicht eine andere, wenn ein paar mehr Live-Zuhörer dabei sind. Ich glaube, dann fängt jeder an zu überlegen, welche Wortwahl er dann an den Tag legt. Und es mag vielleicht auch für den Kreistag lebendiger sein und besser sein, wenn mehr Bürger dem beisitzen. Aber ich glaube, es geht nicht ohne die Wirtschaft, und ich sage das besonders, dass es vielleicht ein Ziel ist, was für die Grünen vielleicht nicht bisher so ein Kernziel war oder vielleicht auch ein besonderes Thema ist. Aber wir haben in dieser Region, auch in dieser topografischen, geologischen Lage, wo wir gen Süden 100 Kilometer brauchen, um auf eine Autobahn zu kommen, wo wir vielleicht auch eine Bahnverbindung in einigen Teilen des Landkreises so haben, dass ich eben nicht sehr weit zu meinem Arbeitsplatz oder nur sehr aufwendig komme, glaube ich eins, dass wir Arbeitsplätze in der Region erhalten und auch ausbauen müssen. Mit der bestehenden Wirtschaft, vielleicht auch mit der einen oder anderen Wirtschaftszweig, der hier in den Landkreis dazukommt. Und wir müssten dann, glaube ich, das ist eine Aufgabe, gemeinsam mit den Gemeinden diskutieren, welcher Standort in der Gemeinde ist für welchen Wirtschaftsteil denn sinnvoll. Wir brauchen eine Infrastruktur für Arbeits- und Lebensbedingungen. Wir bauen einen Radweg Weser-Bergland, den ich super gut finde, der aber das Hauptziel hat, touristische Ziele zu erfüllen. Ich glaube, wir brauchen ein dahingehend weiteren Radwegekonzept, wie ich es aus vielen anderen Städten mittlerweile kenne, und Hameln kommt auch dazu.
Vor 15 Jahren gab es keinen Stau in Hameln oder kaum. Heute ist selbst Hameln ein Verkehrskollaps in vielen Teilen. Ob da gebaut wird oder nicht gebaut wird, aber es wird, ja, ist kein Beispiel. Ich kenne andere Städte, ich will nicht mit Bonn mit Hameln vergleichen oder andere Städte. Aber lass es mich so sagen, wir merken doch, dass unsere Verkehrsströme über gewisse traditionelle Dinge so langfristig nicht mehr funktionieren. Und da gehört einfach auch ein Radwegeausbau, um zur Arbeitsstelle zu kommen, mehr dazu als vielleicht die ein oder andere. Schließen möchte ich mit der Vision. Stell dir vor, es geht. Und mit der wirtschaftlichen Vision, wo Arbeitsplätze sind, bleiben die Menschen und siedeln sich auch neue Menschen an. Damit haben wir das Thema Zuwanderung, Zuzug und andere Dinge in der Regel geklärt. Da, wo Arbeitsplätze sind, siedeln auch die Menschen an. Das sieht man im Moment, wenn Sie sich die Einwanderungszahlen nach Deutschland anschauen. Wer wandert nach Deutschland, um dort zu leben? Und Sie gucken sich an, wo diese Menschen hinziehen. Dann ist der Landkreis Hameln-Pyrmont derzeit, ich sage mal, fast ein weißer Fleck. Hier kommt niemand oder kaum jemand, niemand ist falsch, hier kommt kaum jemand her, weil eben genau das hier der Fall ist. Es ist eben noch schwierig, hier einen Arbeitsplatz zu finden, insbesondere in Migrationssituationen. Ich glaube, dafür werbe ich an dieser Stelle zu sagen, wir brauchen auch, um unsere Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, die Wirtschaft an unserer Seite. Sonst drohen wir hier ein Stück im Landkreis mit unserer Lage, mit unserer landschaftlich so wunderschönen Lage, ein Stück weit auszugehen. Und ich würde mich freuen, wenn ich diesem Landkreis Hameln-Pyrmont ein grünes Herz in die Mitte setzen kann, um unsere Politik im Landkreis Hameln-Pyrmont voranzutreiben. Herzlichen Dank. Gesetzt werden kann, sondern dass uns wahrscheinlich auch die Rolle dazu kommen wird, zu zeigen, was Schülmann alles Schlimmes getan hat, um Leute davon zu überzeugen, halt auch eben nicht Schülmann zu wählen. Also die Frage, und ich glaube, das ist die wir noch abgrenzen, wie wir das auch gemeinsam bekommen, in diesem Wahlkampf. Aber die Frage an dich, bist du auch bereit, so einen aggressiven und vielleicht auch mal wahnbeißerischen Wahlkampf zu machen, um halt das gemeinsame Ziel, einen Abschiebeminister endlich auf Abschiebegleis zu bekommen, auch umzusetzen, auch wenn dann vielleicht mal die eine gute, wichtige, konzeptionelle Idee dann zumindest in der Außendarstellung etwas leidet, weil man halt nochmal zubeißen muss? Ja, Marc, herzlichen Dank für den Hinweis. Ich habe bewusst in meiner Vorstellungsrunde nicht zu den weiteren Kandidaten gesagt, sondern weil ich glaube, das soll der Wähler entscheiden, was er denn am Wahltag genau tut. Und ich möchte mich darstellen mit meinen Ecken und Kanten. Und wer mich kennt, der weiß, wenn ich ein Thema habe, das ich vertrete und mit einem Thema, welches ich vorantreiben möchte, kann ich sehr, sehr hartnäckig sein. Und ich weiß auch, in der Person von Herrn Schünemann oder durch die Person von Herrn Schünemann gibt es hier Themen, die den Landkreis hier negativ und schlecht beeinflusst haben, in seiner Vorerfahrung. Und lasst mich das in dem Moment anbringen und nicht hier und heute, um Augenmerk darauf zu bringen, sondern dann, wenn die Frage sich anstellt, dann könnte ein sicher sein, ja, ich sage es immer, wenn einer was hier im Landkreis Schlechtes will, ja, dann kriegt das mit mir zu tun, das hat in der Vergangenheit und soll in der Zukunft zu bleiben, und dann werde ich hart in der Sache mit Herrn Schünemann diskutieren. Nur um Radwegekonzept und
Für mich ist einfach wichtig, wie der Landkreis Mobilität organisiert, welche Form das hat. Ob das, ich sag mal, mit neuer Technologie, Elektromobilen, ob das mit ÖPNV und oder Radwegekonzept ist, ist letztendlich eine Entscheidung, die derjenige treffen muss, der fährt. Und es muss im Prinzip eine Daseinsvorsorge geben. Was ist da geplant? Das Thema, ich könnte zwei Dinge. Das eine ist, wir haben eine Herausforderung. Wir haben den Schülerverkehr derzeit integriert in den Personennahverkehr, in den reinen Linienverkehr. Ich würde mal nach meinem jetzigen Thema dafür bleiben, das wieder zu trennen und zwei Strukturen aufzubauen, kann eigentlich nur teurer werden. Ich weiß es nicht, aber erst wäre eine These von mir, zu sagen, das haben wir an Voraussetzungen. Das heißt, wir müssen für den Schüler gesetzlich jeden Ort anfahren, damit der Schüler zu seiner Schule kommt und zurückkommt. So. Das zweite Thema ist, wie machen wir den Personennahverkehr attraktiv? Und wenn ich mir angucke, wie sich die Bahnlinie Hameln-Hannover oder Bad Pyrmont-Hannover mit dem Halbstundentakt und vielleicht nochmal mit einer anderen Taktung, ist für mich eine Erkenntnis da, wo die Taktsequenzen den Menschen Flexibilität geben, denn das braucht er heute bei jedem Beruf und bei jedem Fortkommen, und die Möglichkeit einer Verlässlichkeit geben, das auszubauen. Und wenn man dann das Thema sieht, das geht nicht mit unserem bestehenden jetzigen System, sondern es wird dann eine harte Diskussion wieder auch geben, wo gehen denn solche, ich sag mal, vielleicht Zentrallinien wie eine Bahnlinie erstmal lang, und dann gilt es zu organisieren, wenn ich dann Dörfer an diesen Zentrallinien mit einer kurzen Taktung habe, wie kriege ich dort eine Zustimmung. Ich glaube, dieses Konzept war Buslinien durch den gesamten Landkreis, durch jedes Ort, das ist ja jetzt schon ein sterbendes Phänomen, das hängen wir ja jetzt schon ab. In meinem Ort ist eigentlich der Schülernahverkehr da und ansonsten kommt nochmal zwischendurch vielleicht nochmal ein Bus und da fährt keiner mehr mit. So, und alle sagen, was soll ich mit dem Bus fahren? Ich muss mal eine Stunde nach Oldendorf, aber habe nur 4 Stunden Aufenthalt. Dann bringt mir das Ganze. Dann wird es derzeit in einem sozialen, dörflichen Netz sozial organisiert. Dann wird der Nachbar gefragt, wann fährst du das nächste Mal los? Es werden die Termine gemeinsam gemacht. Bei uns im Dorf ist die Praxis, der Schwierigkeiten hat, aus dem Dorf herauszukommen, insbesondere Ältere. Dort gibt es soziale Fahrgemeinschaften über einen Freundes- oder Verwandtenkreis, die dann das derzeit übernehmen. So, wenn das eine Erkenntnis ist, dann wäre ja die Frage, kriegen wir es wirklich hin mit solchen Kernlinien und dann einem Zubringen an diese Kernlinie mit einer kurzen Taktung. Ob das dann ein Fahrrad ist, ein Elektromobil ist, ein soziales Projekt ist mit einem Verkehr. Aber das jetzige so breit gefächerte Netz frisst uns ja derzeit mit Mitteln auf und ich sage mal, kaum einer fährt mit. Alle sagen, wir brauchen es. Aber kaum einer fährt mit. Und das ist, glaube ich, nochmal eine Diskussion. Und da gibt es ja in der VHP eine intensive Diskussion von den Fachleuten, das voranzutreiben. Und es wird auch ein Thema sein, dem wir uns annehmen müssen. Sonst fressen uns die Strukturen irgendwann die Haare vom Kopf. Ja, genau.